Ich bin vor kurzem Bahn gefahren. Ich weiß, das ist in sich eigentlich ein Widerspruch. Aber wir sind wirklich, wir sind gefahren und es war rappelvoll. Also es war, ich weiß, wer von Ihnen ist täglicher Bahnfahrer? Also richtig, richtig Hardcore-Bahn? Sie wollen nicht so richtig auf der, okay, Sie sind, aber ist Ihnen auch, es ist voller geworden in der Bahn, oder? Es ist voller, es ist ekel, es ist rappelvoll. Ja, also seitdem die Lufthansa ja kein Monopol hat und die Preise der Flüge nicht gestiegen sind, fahren noch mehr Leute mit der Bahn und die Bahn hat das gar nicht gemerkt. Wie auch, ist ja messbar. Und das ist, ich war in einem Zug und das muss ich Ihnen erzählen, ich war in einem Zug und es war Wahnsinn. Wir standen so eng an den, also es war voll. Und gerade in dem Moment, wo wir wirklich psychisch und physisch den Gesamteindruck einer Sardine, also tatsächlich gelebt, also wir waren so nah aneinander, wir haben die Zwischenräume mit Talg und Schwitzwasser ausgefüllt. Also es passt, wir waren ein Klumpen, so kann man sagen. Wenn Sie mehrere Huber-Buber im Mund haben und nicht mehr kauen können, so waren wir. Da hielt der Zug an. Freiwillig, also absichtlich an einem Bahnsteig und dann wollte noch einer einsteigen. So, und das, dann wird man ja sofort zur Schicksalsgemeinschaft. Ne? Wir direkt alle, oh, ja. Was ein Arsch. Ja, weil wir waren ja, weil der wollte zu uns dazu. So, und wir waren richtig aggro. Ne? Wir konnten die Fäuste nicht heben, wir waren halt so, wir waren passiv-aggressiv, so kann man es ganz gut beschreiben. Und so, und dann, und das, ich, Sie merken, ich bin total aufgeregt. Der kam hoch. Dann stellte der sich vor uns hin und sagte, und jetzt pass auf, gestanden. Und ich so, ja, also, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Also ich habe auch nicht reagiert. Weil ich, und dann meinte er noch, Entschuldigung, er müsse hier durch, er wüsste auch, es sei voll, aber es sei wichtig, dass er mit dem Zug mitfährt. Irgendwann schrie einer, der ist behindert. Ja, pass auf, da ist mir jetzt aufgefallen, der meinte nicht mich, der meinte den Typen. Ja, so, und dann wirklich, dann sagt, gestatten Sie, darf ich. Und wir sind alle, wir sind auseinander, wie Priel in Fettwasser, so sind wir auseinander gespritzt. Der hat sogar noch einen Sitzplatz gekriegt, ich weiß nicht, wie er das, der, wirklich war. Der ist da durch, setzte, und dann, Obacht, ruhig, konzentrieren Sie sich. Der setzte sich hin, guckte so auf seinem Abteil und sagte dann, herzlichen Dank. Nee, also, ich habe keine Nacht seitdem geschlafen, weil ich war, es, ich kenn's nicht, was ist, woher hat der das? Was soll, was, wo gibt's das Vokabular, also. Und da ist mir aufgefallen, ganz früher hat man mir das auch mal beigebracht. Können Sie sich erinnern an ganz, ganz früher? Ganz früh als Kind, da hat man mir mal beigebracht, gut, die waren auch durchgeknallt, die zwei, aber da hat man mir beigebracht, wenn ich irgendwo bin und jemanden treffe, schüttel ich die Hand und schaue ihm in die Augen und sage guten Tag. Wenn ich gehe, schüttel ich die Hand, schaue in die Augen und sage auf Wiedersehen. Wenn ich etwas wollte, sagte ich bitte. Wenn ich etwas bekam, sagte ich danke. Und wenn ich aus Versehen irgendeinen angerempelt habe, sagte ich Verzeihung. Wenn ich irgendwo durch wollte, sagte ich, darf ich, Entschuldigung, oder dieses wunderbare Wort, gestatten. Wann haben wir damit aufgehört? Wisst ihr, früher haben wir den Menschen in die Jacken geholfen, wir haben die Türen aufgehalten. Wir haben Kinder beschützt, alten Frauen über die Straße geholfen, ob sie wollten oder nicht. Ich habe immer geholfen. Wirklich, es gibt eine ältere Dame, die war tagsüber mehrmals auf der anderen Seite. Ja, und sagte, ich will nach Hause, ich habe sie immer weiter hin und her. Wenn wir rausgingen und der Nachbar da war, haben wir gewunken und was Nettes gerufen. Wenn wir irgendwo eingeladen waren, haben wir eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit mitgebracht. Frauen schenkte man Blumen, Mädchen sein Herz. Sie erinnern sich jetzt auch langsam. Können Sie sich daran erinnern? Das war doch schön, oder nicht? War es nicht schön? Wann haben wir damit angefangen zu denken, dass ein Gegeneinander normal ist? Wann haben wir angefangen zu denken, dass ein Füreinander und Miteinander eine Schwäche ist? Mal ganz ehrlich, in was für einer Welt leben Sie lieber? In einer Welt des guten Tag, auf Wiedersehen und Dankeschön? Oder in einer Welt, in der, ey, lass, fick dich? Wisst ihr, wir sitzen so häufig zu Hause und denken, Mann, die ganzen Probleme, ich kann doch eh nichts verändern. Wir sind geplättet von der Unmacht. Aber genau da können wir was verändern. Jeden Tag. Gehen Sie hier raus und sagen Sie mal Hallo.
Wenn der Nachbar rauskommt, winken Sie. Und wenn Sie Bahn fahren, gestatten Sie. Und das geht noch an die Bahn. Wenn ihr es für möglich empfinden könntet, mehr Konjunktiv kriege ich in den Satz nicht, hängt einfach mal einen Waggon mehr dran. Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Boah, war schon witzig. Übrigens, davon gibt es noch mehr, wenn Sie das hier abonnieren. Also, drücken. Ich muss mal aufs Klo.